Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute reden wir darüber, wie wir ein Podcast-Konzept für Marken erstellen, und zwar mit dem Schwerpunkt auf den richtigen Inhalt. Willkommen bei Branding und Kundengewinnen mit Podcasts. Diese Show ist für Marketer und marketingaffine Unternehmer, die ihre digitale Marketingstrategie um einen Podcast erweitern wollen. Ihre Gastgeberin ist Markenstrategin Carmen Brablitz. Sie gibt Einblicke in Konzepte und Strategien zur Kundengewinnung und Stärkung der Unternehmensmarke mit dem Medium Podcast. Have fun and enjoy. Die erste Frage, die sich Unternehmen stellen, wenn sie planen, einen Podcast zu produzieren, dreht sich meist um das Thema. Worum soll es in dem Podcast eigentlich gehen? Für Marken ist diese Frage besonders herausfordernd, denn es gibt gleich zwei verschiedene Parteien zu befriedigen. Auf der einen Seite sind da die Bedürfnisse des Unternehmens, der Marke selbst und zum anderen der Hörerschaft. Na, warum sollte man sonst einen Podcast machen, stimmt's? Um die Bedürfnisse der Brand zu erfüllen, muss das Podcast-Konzept auf die Ziele des Unternehmens einzahlen, die Strategie im Blick haben und die Werte der Marke bzw. die Markenattribute involvieren. Denn auch wenn ein Podcast für das Publikum gemacht wird, kommuniziert er nichts über die Marke, ist dieses Marketingmedium sinnlos und am Ende des Tages, wenn wir mal ganz ehrlich sind, rausgeschmissenes Geld. Der schmale Grat liegt also darin, ein Podcast-Konzept zu erstellen, das auf der einen Seite die Unternehmensziele, die Unternehmensstrategie bzw. die Marke selbst berücksichtigt, auf der anderen Seite jedoch nicht zu offensichtlich zu einer Werbeveranstaltung in eigener Sache mutiert. Denn seien wir mal ehrlich, der Trend geht weg von Werbung. Hörer gehen in Podcasts. Hörer abonnieren Podcasts, weil sie nicht primär von Werbung unterbrochen werden wollen. Ja, das ist der Trend, warum viele von TV auf bezahlte Abo-Modelle wie Netflix und Co. rüberwandern. Das ist einer der Gründe, warum viele sich von Radio verabschiedet haben und in eine andere Audiowelt eintauchen, neben Informationsdefiziten im Radio und ähnlichem. Aber darauf wollen wir heute nicht spezifischer eingehen, dafür sind andere Folgen da. Wir werden auch in anderen Folgen über Werbeformate sprechen, welche Sinn machen und wie auch hier das richtige Konzept aussieht. Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Thema. Die Show sollte sich also mit etwas beschäftigen bzw. auseinandersetzen, das von echtem Interesse und Wert für eure avisierten Hörer ist. Diese gemeinsame Schnittmenge, das kennen wir ja aus der Mathematik, findet sich oft in Themengebieten, die sowohl für das Unternehmen interessant sind, als auch für die Zielgruppe. Das klingt logisch, ich weiß, doch die herausfordernde Frage hierbei ist, wie geht das? Es ist eigentlich einfach, denn es sind oft Themen, die nur einen Deut weg sind vom direkten Industrie- bzw. Businessbezug von eurem Unternehmen. Nehmen wir mal Hunkemöller als Beispiel. Ja, ist für die Herren vielleicht interessant, ist ein Unterwäsche-Label bzw. Hersteller. Die betreiben auch einen Podcast. Der heißt Hunkemöller-Podcast, erzählt allerdings von einer Bloggerin, die eingekauft worden ist als Moderatorin, Liebesgeschichten. Naja, der direkte Zusammenhang zur Unterwäsche liegt nahe. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen, wo man das viel, viel eindeutiger noch sehen kann. Das ist ein Beispiel aus Amerika. Es ist nämlich viel herausfordernder, wenn sich eine Marke neu etablieren muss. Und einige von euch wissen ja vielleicht meinen Tech-Background. Von daher habe ich hier mal das Beispiel von Dell Industries mitgebracht. Dell und EMC mergten 2016 zum Konzern Dell Technologies und damit zu einer neuen Dachmarke. Das Unternehmensziel für die neue Marke bestand vornehmlich darin, die Markenwahrnehmung, also Brand Awareness, zu steigern. Was ja in solchen Fällen nicht selten ist. Der Zielgruppe sollte nahegebracht werden, dass die Superpower, also das Alleinstellungsmerkmal der neuen Brand, aus der einzigartigen Expertise in der digitalen Transformation besteht. Der englischsprachige Podcast Trailblazers, gehostet von Walter Isaacson, erfüllte genau das. Wenn das Konzept in diesem Podcast wurde für die Bedürfnisse, die wir vorhin schon angesprochen haben, perfekt eingesetzt. Es geht nämlich nicht primär um Dell Technologies oder deren Produkte und Dienstleistungen. Nein, es wird hier vielmehr der Markenkern durch den Podcast kommuniziert. Also nicht die Produkte stehen im Vordergrund, also das, was Dell macht, produziert, offeriert, sondern das, wofür Dell steht. Nämlich der Markenkern, also der ultimative Nutzen des Unternehmens für die Zielgruppe. Die neue Marke steht nämlich für Innovation und Disruption. Und dieses Themengebiet interessiert eine breite Zielgruppe. Und genau das thematisiert jede einzelne Folge dieses Podcasts. Jede Folge erzählt eine Geschichte über Disruption, Innovation einer bestimmten Industrie bzw. Branche.
Jedes Mal, und das ist nämlich noch so ein bisschen extra Clou, erzählt aus der Perspektive einer Person, die in dem Momentum, als das Schicksal der Firma neu geschrieben wurde, anwesend war. Es sind also echte Zeitzeugen der Innovationsgeschichte. Der Mehrwert für den Hörer ist wirklich eindeutig. Sie erleben, naja, einzigartige, fantastische und vor allen Dingen echte Unternehmenslehrstücke. Mitreißende Geschichten und Themen, die am Ende des Tages natürlich auch mit dem Sprecher Walter in Einklang stehen. Wenn wir uns das also mal angucken, ist der Podcast an sich ein Meisterwerk in Sachen Brandbuilding. Denn in jeder Episode wächst das Vertrauen in Dell und das Bewusstsein, dass es Dells Hauptexpertise ist. Das geschieht simpel darin, dass diese Firma, nämlich Dell Technologies, der Herausgeber dieses Podcasts ist. Nicht, weil in dem Podcast über Dell explizit gesprochen wird. Das ist ein feiner und so entscheidender Unterschied. Die steigende Popularität sorgt für die Erfüllung des Unternehmensziels, nämlich der steigenden Brand Awareness. Und jede Episode trägt zu einer Stärkung der Positionierung des Unternehmens als Experte in Sachen digitale Transformation und Disruption bei. Der Erfolg gab dem Konzept recht. Die Show wurde nämlich für mehrere Awards nominiert und ausgezeichnet. Menschen registrieren und honorieren es, wenn Dinge richtig gemacht werden und nicht nur zum eigenen Nutzen oder Vorteil. Und das betrifft Brands und vor allen Dingen Dienstleister. Ziehen wir mal ein Fazit. Das perfekte Podcast-Konzept für eine Marke bringt die Bedürfnisse beider Seiten miteinander in Einklang. Es kreiert ein Konzept, das den Zuhörer begeistert und gleichzeitig die Unternehmensziele erfüllt und in ihre Brand-Strategy passt. Ein großartiges Konzept ist ein Gewinn für beide Seiten. Wenn du also mehr über Podcast-Konzepte wissen willst und vor allen Dingen, wie sie für deine Brand richtig funktionieren können, dann komm gerne auf uns zu. Auf imagesales.de findest du unseren Terminkalender und kannst unverbindlich und kostenfrei dein erstes persönliches Abstimmungsgespräch vereinbaren. Wir freuen uns auf dich und vor allen Dingen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn wir dir mehr über Branding und Geheimnisse zur Kundengewinnung mit Podcast erzählen. In dem Sinne hier bei deine Carmen. Bis zur nächsten Folge. Bye.